Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 6.7.2022 und unsere Ladung hat zwar vielleicht am Vortag gehalten, aber die ganze Karre ist einfach mal umgekippt und das auch richtig ordentlich. Also das war ein harter Tag, ne? Also von den Kursabgaben definitiv gutes Programm. Wir hatten drüber gesprochen, wir hatten drüber gesprochen, 8,50, ne? Die Säule, oder womit fange ich an, ne? Wir hatten gesagt, dass er eigentlich gar nicht so gut aussieht, sondern dass er wirklich noch im Abwärtstrend ist und halt auch anfällig ist, dass da einfach so eine Stundenkerze reinkommt, die dann so 200 Punkte nach unten liegt und der dann plötzlich auf 5,90 steht und dann hier unten aufs nächste Ziel kann und so weiter und so fort. Und er hätte wirklich Stärke beweisen müssen über 8,50, haben wir glaube ich gesagt, 900 wieder drüber. Und das hat er probiert, das hat er per Gap probiert und dieses Gap hoch und dann runter abverkaufen, das kennen wir ja aus den letzten Tagen oft genug. Die Tage, an denen einfach mal ein Gap offen stehen gelassen wird und nach oben dann quasi in den Run reingeht, das gab es schon eine ganze Weile jetzt erstmal nicht mehr. Ne? Also auch hier jetzt das Gap abverkauft, deutlich abverkauft und hier unten reingelaufen in die Zielstation, in die erste wichtige eigentlich Zielstation unterhalb des Tiefs. Und da muss ich dann auch ganz ehrlich schon sagen, ein bisschen früh gekommen, unser DAX. Also so richtig Spaß haben da noch nicht alle gehabt, die hier was von ihm haben wollten, auch auf der Unterseite. So ein neues Tief, das kann halt auch anders aussehen, ne? Gerade Kerze nach unten durch, unterm Trigger schließen, sagt die nächsten hinterher. Der hat, auch wenn die Tageskerze natürlich trotzdem noch rotzig schlecht aussieht, ne? Das muss man ja ganz klar sagen. 8,90 oder wo er reingekommen ist, 55 raus, das sind noch gut 300 Punkte, mehr sogar. Die nach unten klaffen, aber so vom unteren Band nach oben zucken und dann wirklich hier eine etwas längere Lunte ziehen und dann auch noch von unterm Tief. Ah, so fangen normalerweise im DAX Doppelböden an, ja. Deswegen wird es sehr interessant, wie er jetzt zum Mittwoch tendiert. Denn der wird da schon einen guten Vorgeschmack drauf geben, ob das denn tatsächlich ein Doppelboden wird oder nicht. Die Doppelböden spielt der DAX eigentlich immer relativ direkt an. Das heißt, dann müsste jetzt zum Mittwoch eigentlich direkt auf Konter gehen, wieder zurück zur 8. Na, hier, die Kerze einmal zurück abarbeiten. Zurück zur 8,80, zu 8,50. Das wäre Tagesprogramm für den Mittwoch im positiven Falle. Wenn er denn einen Konter spielen will, wenn er den Doppelboden spielen will und wenn denn dieses Hochzucken am neuen Tief tatsächlich bedeutet, dass die Verkäufer hier jetzt erstmal fertig sind. Ne, es ist noch sehr früh, ein sehr frühes Stadium. Man spricht auch nach so einer Kerze noch nicht von einem Doppelboden, sondern tatsächlich erst, wenn dann eine Umkehr gekommen ist. Aber die Gelegenheit ist halt da. Und dieses Zucken am neuen Tief, also diejenigen von euch, die auch beim Webinar dabei gewesen sind am Samstag, das hatten wir als Szenario durchgesprochen. Ne? Wir hatten uns ja die Einzelwerte angeguckt und hatten gesagt, naja, fehlt aber auch unten irgendwie alles. Wir hatten so Einzelwert für Einzelwert und hatten eigentlich gesagt, okay, der DAX kann auch nach oben. Aber die Einzelwerte, das ist halt so alles. Und dann hatten wir uns angeguckt, okay, was würde denn passieren, wenn er nach unten macht in der neuen Woche, wenn er denn nicht nach oben ballert und einen fetten grünen Montag hinstellt, sondern was ist, wenn der Montag schlecht wird? Was wird, wenn er sich weiter runterhangelt? Und da hatten wir auch drüber gesprochen. Ein neues Tief hier unten. Ja, das hat er jetzt erstmal angespielt. Ja, deswegen wird der Mittwoch sehr wichtig wirklich werden. Ich kann auf unterer Ebene hier jetzt noch nicht sagen, hey, der ist jetzt über den Berg und weil, guck mal, wir haben genau die gleiche Ausgangslage wie eigentlich die ganzen letzten Tage. Wir haben ein tieferes Tief drin, wir haben kein höheres Hoch, sondern man kann es noch nicht als tieferes Hoch bezeichnen, da fehlt noch was. Aber der ist noch nicht über den Berg hier. Das reicht noch nicht, ja. Also ich würde den Long Trigger jetzt ein bisschen runterziehen. Ich würde ihn hier ansetzen. Ich würde sagen, okay, alles, was über 13.000 dann wieder ist, darf als bullisch gewertet werden. Auch als bullische Konter, auch deutlich höher. Könnte man sogar fast bis hier ranziehen. Auch sogar fast bis in den Gap Close reinziehen. Also können wir vielleicht zwei draus machen. Können wir sagen, okay, der bis da und dann nochmal hier bis da. Das wäre zumindest üblich. Würde auch gut passen. Aber er muss es halt auch erst machen. Ja. Und aus der Situation so heraus ist das eigentlich können wir identisch zu gestern nehmen.
ist er halt trotzdem noch anfällig, abverkauft zu werden. Das heißt, wenn der hier bloß hochkommt, jetzt auf so ein, ich sag mal, 700, was ist denn das hier? Das Tief da, 740, irgendwie so in dem Dreh, 747, und er schmiert von dort auch mal wieder ab und taucht nochmal unter 12.500, dann gibt es weitere Tiefs hier unten. Wenn er direkt mit Abwärtsgap reinkommt und weiter nach unten durchrennt, dann gibt es weitere Tiefs. Dann gibt es weitere Tiefs halt, ne? Das ist noch keine absolute Umkehr. Es riecht wirklich danach. Also, das riecht dolle danach, wie er es probiert, das nach oben. Jetzt probiert er jetzt hier ein V zu stellen und ein bisschen angepeitscht, auch von den Amerikanern, die sich ganz gut gezeigt haben. Könnte ich mir schon vorstellen, er probiert es. Aber ich will es halt auch wirklich sehen. Ja, ich will den da über die 47 und 700 auch dann drüber sehen. Damit ich sage, okay, kann man jetzt wieder ein bisschen mutig auf der Oberseite werden, weil wenn der jetzt hier einfach nur nichts macht und nach unten dreht, wir haben noch genug Werte, die noch Platz haben bis in ihre Ziele rein. Ne? Also da gibt es schon einige DAX-Titel, die hängen so noch halb in der Luft. Ne? Da fehlen schon noch teilweise fast gut 10%, die nach unten machen können halt. Ne? Deswegen muss der DAX nicht 10% fallen. Ja, kann er morgen was auf der anderen Seite nach oben gegendrücken, aber ist schon noch so richtig über den Berg ist er halt noch nicht, ne? Das ist so das, was ich eigentlich sagen will. Das heißt, ich würde ein bisschen aufpassen und dreht er sich ein, dreht er sich unterhalb von 747 hier nochmal deutlicher ein. Das wäre dann tieferes Tief. Das nächste im Bunde können wir dann wirklich abschmieren. Wir haben eine gute Gelegenheit für einen V da, ne? Das heißt, sehen wir Mittwoch grüne Kerzen, grüne Kerzen, grüne Kerzen, grüne Kerzen. Dann rechnet damit, der geht in die 47. Seht ihr, der interessiert sich einen Scheißdreck für die 47, dann geht er auch weiter durch in die 8,80, 8, was haben wir vorhin gesagt? Na doch, 8,80, ne? 8,50, 8,80 rein. Dann wäre das das Ziel. Sehen wir ein schwach reinkommen, tiefer, dann dürfen wir auch die nächsten Ziele mit in den Mund nehmen. Und das ist dann bei 12.270 insbesondere und 12.050 bis 12.000. Das sind so die nächsten größeren Stationen, die dann auf der Unterseite kommen. Und ja, das ist es. So sieht's aus. Also für meinen Geschmack, es riecht enorm nach Doppelboden. Eine gute Chance zum Mittwoch, ein V zu probieren. Aber strukturell schon noch ganz schön angeschlagen, die Kiste. Also, das wird schwieriges Programm. Ne? Der ist noch nicht so über den Berg. Hat aber trotzdem gute Chance. Auch mit dem mittleren Bollinger Band, da passt wirklich gerade viel. Ja? Also, es passt schon viel aufeinander, um sich ja mal wirklich eine dickere Umkehr zu probieren und auch eine etwas nachhaltigere Erholung anzutreten. Aber es ist nicht absolut. Also wenn, dann mit Stop-Loss arbeiten, gut absichern, weil wenn der hier, ich sehe auch den Ticker, ne, wenn der hier Tagesschluss noch drunter ballert unter 340, ja, dann ist alles offen, ja. Der kann ganz gut ein paar Meter dann unten weglegen, ja. So, das war's. Ja, denkt an den Börsentag München. Ich mache euch mal hier den Beitrag nochmal auf. Das haben wir heute nochmal rumgeschickt im Verteiler. Können auch mal alles Wichtige lesen. Können auch kurz hier auf Pause drücken und lesen. Wer kommen möchte, auch abends steht jetzt eine Location noch fest, wo wir uns dann treffen. Wichtig wäre mir bloß, gib mir Bescheid einfach, damit ich ein bisschen planen kann, wie viel Tische ich reservieren oder wie viel Plätze ich reservieren muss in der Gaststätte. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, den einen oder anderen zu sehen. Und ja, viel Erfolg, bis morgen. Tschüss.